vielen Dank. Unsere nächsten beiden Künstler sind alte Bekannte. Ich kenne sie nicht, aber das muss nichts heißen. Ich kenne viele Dinge. Ich kenne dich zum Beispiel nicht, muss auch nichts heißen. Bin ich auch nicht schiedlich? Gerade der Nachbarn gemeint, aber kann ja sein. Meine Augen. Kann ja sein, dass das. Wenn ich dich jetzt angucke, fühlst du dich dann. Nee, dann müsstest du. Ist ja auch egal, es wird zu kompliziert. Und es wird auch zu lang. Meine Lieben, als nächstes kommt zu uns Michael. Nee, als nächstes kommt zu uns Dominik. Ja, beruhigt euch. Beruhigt euch. Gott, wir müssen gleich mal sehen, wie wir gleich mit dem Schweiß aufbrechen, trotz der Kälte. Unglaublich. Nummer 7 ist jetzt dran. Ja, kommt nicht vielleicht doch erst, Edda? Schon wieder. Aber was habe ich gerade gesagt? Ich will euch unterrichten, wie man vernünftig moderiert. Und dazu gehört. Marco, du bist so billig, dass du direkt die Schuld abschiebst. Ich bin preiswert, Objekte sind billig. Seltsam, ich hatte gar keine andere Definition für dich. Vielleicht kommt ja noch erst Edda Klappenbach, kennen Sie die? Nein, Edda Klappenbach kommt noch nicht, Herr Stört. Und wer hat noch eine Idee? Nein, das ist eine falsche Idee, Herr Stört. Oh. Geht es Ihnen denn eigentlich gut, Herr Stört? Mir geht's also, oh. Oh, ja, doch. Oh, was heißt denn? Ja, mir geht's sehr gut hier. Doch, ich sitze hier und habe einen Tee und einen Muffin von Mary und eine Sie Müll. Haben den Tee, den ich gerade hinten suchte? Ja, ich habe den Tee. Darf ich Sie zu einem Tässchen Tee einladen? Danke, nein. Ich mache stattdessen, es kommt als erstes, nein, es kommt nicht als erstes, es kommt als. Sie müssen das sehen, schade, man müsste eigentlich hier so eine Kamera und hinten so eine Leine. Gerade stehen dort drei aufgebrätselte Tunden. Wir sollten mal gucken, was passiert, wenn wir uns nochmal Amelie Metzkopf und machen folgende Hieroglyphen, Herr Stör. Folgende. Ja. Ja. Ich finde, der Inhalt dieser Aussage ist recht einfach. Ich habe drei Finger, ich habe zwei Finger. Mal habe ich sie umgedreht. Weil Sie dürfen nicht erwarten, dass Travestiekünstler, Damendarsteller, besonders komplex denken. Ach, das nehme ich zurück, ich bin ja selber. So, wir kommen. Das ist doch wieder Unsinn, was ich heute rede. Ich hätte die Tüte vorher nicht vor. Also. Na klar ist das geil. Das muss man nicht erst bestätigen, natürlich. Also. Roland, ganz ruhig. Also, meine Lieben. Was machen die denn, wenn sie jetzt das Finale ankündigen? Meinen Sie die oder die? Die. Die? Die, ja. Ich glaube, so viele Finger und Zehen haben Sie noch niemals auf einen Haufen gesehen. Das können Sie mal probieren. Ja, wollen wir es mal machen? Ja. Und damit kommen wir zu. Also, du warst noch nicht dran, du warst schon frech. Da er eh kein Geld kriegt, ist das ganz egal. Ne? Und so wie er aussieht, das will sowieso keiner mehr sehen. Es sei denn, man geht gerne ins Second-Hand-Läden, dann guckt man sich sowas gerne an. So, jetzt aber, Edda, jetzt komm mal wieder runter. Entspann dich, hab Spaß. Hier sind nette Menschen. Sind Sie nette Menschen? Nein. Der Großteil ja, der kleine Dicke hier vorne nein. Problem mit dem Gewicht oder warum empfindest du dich nicht als netten Menschen? Ich bin es einfach nicht. Komm, so, bitte, jetzt. Ja, ich mach ja schon. Doch, ich mach schon. Haben wir noch so viel Zeit? Ah, oh, wie schön, dann leg ich das Programm mal weg. Ach doch, plötzlich haben wir nicht mehr so viel Zeit, ja? So, also, Dominik kommt zu uns mit dem Song Have Yourself a Merry Little. Das werde ich das später noch genauer hören. Aber zuerst kommen zu uns die drei Damen mit. Oder kommt Dominik vielleicht doch jetzt drin? Nein, Dominik kommt noch nicht. Ich wollte aber den Pianisten laufen sehen. Aber zuerst kommen zu uns die drei Damen mit Dill. Was jetzt machen? Drei Damen mit Dill. Ja, okay, reicht. Es war
war sehr begeistert, habt ihr gehört? Ja? Ich habe es nur vorbereitet für euch. Die drei Damen mit dem mit einem Weihnachtsgedicht. Oh.